ganz der Herr Papa. Wir wollen erkunden, ob der sprichwörtliche Apfel tatsächlich nicht weit vom Stamm fällt. Barbara Kalich. Talk um 4. Wie der Vater, so der Sohn, sind wir das Ergebnis unserer Erziehung oder steckt doch mehr in der DNA? Wir beleuchten heute, ob und wie sehr Söhne ihren Vätern ähneln. Ich freue mich, dass Sie da sind und herzlich willkommen auch euch. Fast 28 Jahre war Andi Marek die Stadionstimme von Fußball-Rekordmeister Rapid. Nach einem schweren Schicksalsschlag gab er das Mikrofon weiter an Lukas, seinen Sohn. Die Fans mussten sich erst gar nicht großartig umstellen, denn die Stimme von Lukas ist der seines Vaters zum Verwechseln ähnlich. Darf ich eine Kostprobe haben? Wie ist das Thema der Sendung? Vom Vater, wie der Vater, so der Sohn. Herzlich willkommen zu Barbara Kalich, Talk um 4. Hey, gut. Erstaunlich. Schon seit Generationen dreht sich in der Familie von Peter Scheider und seinem gleichnamigen Sohn Peter, alias Junior, alles um das Haar. Beide sind begeisterte Friseurmeister und unter anderem Shoppingcenter-Betreiber. Doch eines würden sie nie gemeinsam machen, in dasselbe Flugzeug steigen. Johann und sein Sohn Jakob leiten ein Riesenunternehmen. Sie haben derzeit mehr als 1,5 Millionen Mitarbeiterinnen. Beide beschreiben sich selbst als sture Schädel. Und wie sie ihre Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg räumen, das werden sie uns gleich verraten. Spannende Vater-Sohn-Geschichten, die heute quasi auf uns warten. Ich darf vielleicht mit dem Andi gleich mal beginnen. Wie oft werdet ihr eigentlich auf die gleiche Stimme angesprochen? Es ist wirklich erstaunlich ähnlich. Also das war schon ganz besonders. Ich habe damals am 16. Februar 2020 zum letzten Mal im Stadion bei Rapid gesprochen. Und danach hat der Luki dann übernommen. 27,5 Jahre davor war ich im Einsatz. Also die Rapid-Fans haben mich gekannt, meine Stimme gekannt. Und dann hat er das nächste Match zu moderieren. Und ich glaube, jeder, der mir entgegengekommen ist, hat gesagt, ich habe nicht gewusst, bist du unten oder wer ist das jetzt? Das ist ja genau dieselbe Stimme. Und das zieht sich jetzt so dahin. Mich freut das auch sehr. Und vor allem, Luki, du warst nicht erst da auf der Bühne, sondern schon als Knirps bist du auf der Bühne gestanden. Ja, so ist es. Es war von Kind an, durfte ich immer mit dabei sein mit dem Papa. Durfte immer wieder auch schon den Soundcheck unter Anführungszeichen machen, durfte Tombola-Verlosungen machen. Also ich habe immer bei einer Veranstaltung, wenn ich mitfahren durfte, den Papa gefragt, was darf ich heute machen? Und je älter ich wurde, desto öfter war es dann möglich. Natürlich vor allem bei Rapid, aber auch darüber hinaus bei einigen Veranstaltungen. Da gibt es, wenn ich mich einmischen darf, eine sehr interessante Geschichte. Die ist jetzt viele Jahre her, war gerade 10 Jahre jung. Ich habe bei der Eröffnung eines sehr großen Hotels und einer Therme in der Nähe von Wiener Neustadt die Eröffnung moderiert. Und da gab es eine Vorbesprechung und der Luki war mit. Er war gerade mal 10 Jahre. Und wir kommen dann in das große Festzelt. 4000 Menschen. Ich gehe zum Techniker und sage, hast du meinen Opening-Jingle mit? Das sagte meine Stimme. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Moderator, hier ist Andi Marek. Und er sagt, jösses, den habe ich vergessen. Sag ich, was tun wir jetzt? Das sind 4000 Leute, die sind laut, wir müssen irgendwas tun. Und ich sage zum Lukas, traust du auf die Bühne? Und er sagt drauf, ja Papa, was soll ich sagen? Sag drauf, begrüßen wir mit einem kräftigen Applaus, hier kommt Andi Marek. Mhm. Und er geht nach vor, 4000 Menschen, geht auf die Bühne mit 10 Jahren und sagt, grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich darf Ihnen jetzt meinen Papa vorstellen, hier ist Andi Marek. In diesem Moment klatscht alles. Ich komme auf die Bühne, ich glaube, die klatschen wegen mir. Keiner hat wegen mir geklatscht. Sie haben alle nur wegen Lukas geklatscht. Er geht von der Bühne runter und alle Kamera und Teams und Fotografen bei ihm und ich bin heute halt umgestanden. Ja, ich verrate dir jetzt etwas, was du als Moderator sowieso weißt. Kinder und Tiere und du hast keine Chance. Vorbei war es. Es ist Ende Gelände. Aber er war so mutig dann auch schon. Das war so interessant und das hat begonnen mit 10 Jahren. Ja, ja. Was hast du denn, wenn ich so fragen darf, gelernt, Lukas? Extrem viel. Also natürlich, wir waren extrem viel unterwegs. Es war für mich auch immer ein bisschen eine Belohnung. Weil die Mama war schon immer die Strenge, die gesagt hat, du musst für die Schule lernen. Der Papa hat gesagt, das schafft er schon. Und ich habe es dann auch geschafft. Und wir haben viel gemeinsam dann im Auto auch gelernt. Und
natürlich habe ich dann, wenn der Papa auf der Bühne gestanden ist, sehr genau zugehört, wie er betont, beobachtet, wie er spricht, beobachtet, wie er das Publikum anspricht, und habe daraus natürlich sehr, sehr viel gelernt, was ich jetzt auch in mittlerweile meinem Beruf auch natürlich fortführen kann. Hat der Peter, also du, Junior Peter, auch beim Papa viel abgeschaut als Kind? Warst du viel im Salon? Also ich würde mal sagen, ja. Ich habe dahingehend auch viel bei meiner Mutter abgeschaut, weil ich bin die vierte Generation mütterlicher Seite Friseur und dritte väterlicher. Ich bin aber eigentlich jeden Samstag mit meinem Vater unterwegs gewesen. Das war halt so der Papa-Tag sozusagen. Und da sind wir halt in der Früh als erstes ins Auhof-Center gefahren und haben halt im Auhof-Center, hat er seine Runden gedreht. Ich bin dann im Friseurgeschäft auch meistens drin dann gewesen. Und wenn ich ihm nachgerennt, so hat immer die Aussage gegeben, der Meter rennt ihm 2 Meter noch. Und dann bin ich mit ihm zu meiner Großmutter in sein Heimatdorf nach Eilingeich gefahren. Und dann hat er halt frisiert unten, da habe ich auch immer wieder zugeschaut. Und habe mit meiner Oma was zu tun gehabt. Und dann sind wir meistens auch, meistens hin und wieder mal Radl gefahren nachher, wenn es gegangen ist. Oder sind unterwegs gewesen, sind vielleicht noch in das eine oder andere Geschäft gefahren. Das heißt, obwohl du, Peter, so viel zu tun hattest, weil nur Friseurmeister und Salons alleine hat dir nicht gereicht. Ihr seid auch beide in der Immobilienbranche. Mehrere Shoppingcenter, das Auhof-Center, das du erwähnt hast, ist im Westen Wiens. Für jemanden, der das jetzt nicht kennt, weil er irgendwo in Tirol zu Hause ist. Und trotzdem hast du dir immer Zeit genommen für deinen Sohn. Das war bei uns eigentlich so. Heute werden Kinder sehr behütet erzogen. Darf man gar nicht einmal umdrehen, man muss ruhig sein und und. Der Peter ist eher neben dem Geschäft aufgewachsen. Der Peter ist aufgewachsen. Wir sind am Abend um 9:30 Abendessen gegangen. Er hat seinen Schnitzel bekommen, seinen Salat, hat sich dann auf die Bank hingelegt. Dann hat man nach Hause getragen, dann hat er geschlafen und am nächsten Tag ist er in den Kindergarten gegangen. Er ist zur Mutter ins Geschäft gekommen, das Kindermädel hat ihn ins Geschäft gebracht, er hat im Geschäft einen Raum gehabt, da hat er gespielt drinnen. Wie er ganz klein war, hat es Kunden gegeben, die haben ihn gewickelt. Das war ganz einfach, er ist mit der ganzen Sache mitgewachsen. Es gibt auch Mitarbeiter, die sind noch im Geschäft, die sagen, Peter, ich habe da noch die Windeln ausgewechselt. Also das gibt es auch noch. Und das ist eine riesige Familie. Große Familie, ja. Das war auch immer eigentlich eine der lustigen Sachen. Es gibt viele Mitarbeiter bei uns in der Firma, also in der Friseurfirma, ja, die sind länger in der Firma, als ich auf der Welt bin. Und genauso vor die habe ich mir auch Respekt erarbeiten müssen. Und das war halt auf der einen Seite zwar sehr schön, weil ich den Bonus gehabt habe des Kindes, aber irgendwann halt dann bist du halt nicht mehr das Kind, sondern wirst halt ein gleichwertiger Stylist zu ihnen. Und irgendwann dann der Chef. Vielleicht. Irgendwann bist du auch ihr vorgesetzt. Aber unterm Strich kann ich sagen, wir sind Gott sei Dank, und das ist das richtig Schöne, eine sehr große Familie. Und das habe ich halt von Anfang an von meinen Eltern mitbekommen. Weil wir haben wirklich immer so viel Zeit wie möglich war miteinander verbracht. Und es war sicher nicht so viel Zeit, wie andere Kinder aus meiner Schule gehabt haben. Aber die Zeit, die was wir verbracht haben, haben wir eigentlich, würde ich einmal sagen, sehr produktiv genutzt. Quality Time. Genau. Und er hat alles fürs Leben eigentlich gelernt. Wir waren unterwegs. Ich habe mich geärgert über einen Autofahrer vor mir. Ich möchte jetzt nicht sagen, was ich da gesagt habe. Ich kann mir das vorstellen. Das hat er dann das Gleiche dann zur Mutter gesagt, wie er dann gefahren ist. Wo hast du denn das her? Wie redest du eigentlich? Bist du mit der Mutter zusammen? Ja. Okay, das hat jetzt so geklungen, wie dann ist er bei der Mutter, also so getrennt. Nein. Und wir haben an und für sich immer, es war bei uns nie so, dass wir, und die Erziehung, die war nicht, er ist mit dem Geschäft aufgewachsen, er hat gewusst, unsere Mitarbeiter, das ist ein wichtiger Teil von uns, er ist mit den Mitarbeitern, dass man Mitarbeiter hegen und pflegen muss, dass man zu Mitarbeitern nett und freundlich sein muss, dass man für Mitarbeiter da zu sein hat. Und wir sind für unsere Mitarbeiter immer greifbar, und das ist wichtig. Und das hat auch er von der Kindheit auf mitbekommen. Und das ist ja war nicht. Das Kind, wo man gesagt hat, du bist so ein liebes und schönes Haarschau. Hier sind so viele Ähnlichkeiten. Der Luki hat.
Er hat ja am Anfang fast ein bisschen untertrieben, wie er gesagt hat, da habe ich da mit dem Papa mitfahren dürfen. Mhm. Er war pausenlos mit. Mhm. Und es war immer das Argument, er ist in der Schule. Gut. Und wir haben eine Volksschule, ein Gymnasium überhaupt nicht gespürt. Ich habe dann einmal gesagt, wann ungefähr maturierst, hat er gesagt, morgen. Also es war ja. Er war immer ja. Mit Auszeichnung und so ist es dahingegangen. Und was noch sehr ähnlich ist, er hat sich jetzt bei Rapid auch den Respekt. Erst erarbeiten müssen. Mhm. Es war nicht so, der Papa ist der Sprecher, jetzt ist klar, dass der jetzt Lukas der Sprecher wird. Ja, das spricht, ist auch bei dir dann ein Thema. Er spricht alle 14 Tage vor ja. 20.000 Menschen. Menschen. Und das war dann schon ein Prozess, wo ich gesagt habe, zur Geschäftsführung, zum Präsidenten, ihr müsst euch den Lukas anschauen, ihr kennt ihn mittlerweile. Aber mir ist ganz wichtig, dass auch die Fans, die Fanclub-Häuptlinge sich treffen und sagen, ob sie den Lukas überhaupt wollen. Nicht nur, weil der Andi da ist. Ja. Und das hat er sich, Schwierigste ist überhaupt. Ganz schwierig. Und das hat er sich super, super erarbeitet. Und das finde ich großartig. Und deshalb gab es so eine Art Abstimmung? Also hast du die Fans, ja. Vor allem die Ultras, ja. Gefragt? Da gab es einen Raum, da sind drinnen gesessen 40 Fanclub-Chefs. Und ich habe dann gesagt, das war zwei Tage, bevor ich mein letztes Match moderiert habe, habe ich gesagt, jetzt sage ich euch was. Ich kann euch nur sagen, der Lukas lebt Rapid, der hat es von ganz klar auf miterlebt, er weiß alles, er kann das auch, nur möchte ich eins nicht, dass ihr jetzt sagt, nur weil der Andi ist. Dann bin ich ausgegangen und nach 5 Minuten bin ich reingekommen und sie haben gesagt, wir wollen den Lukas. Und das war schön. Genau, ein Ritterschlag. So ist es. Genau. Na jetzt einmal zu euch beiden. 1,5 Millionen Mitarbeiterinnen ist ein Wahnsinn, Johann und Jakob. So ein Imperium zu leiten. Was ist es denn? Ich überlasse dir. Das ist eine schwierige Frage. Ja. Was ist es, so ein Imperium zu leiten? Eine Leidenschaft ist es. Also, ich meine, man kann es jetzt sagen, Imkerei. Wir sind jetzt nicht angestellt im ferntesten Sinne. Mhm. Aber Leidenschaft im Endeffekt. Also, seit wir 2012 damit angefangen haben, hat sich so das entwickelt. Es war jetzt nicht so wie bei den anderen in der Runde, dass da der Vater das übernommen hat, in Anführungszeichen, der Sohn das übernommen hat vom Vater, sondern im Endeffekt, wir haben gemeinsam angefangen, wie 7 Jahre alt war, oder 6 haben wir mal, 6,5, ja. 6,5 haben wir mal unser erstes Bienenvolk gekriegt und da haben wir von Anfang an beide dabei gestanden. Ich als kleiner Bursch mit dem maßgeschneiderten Anzug von der Imkeranzug von der Mama. Und der Papa hat mir eben Stück für Stück über die Jahre das Wissen vermittelt, was er sich eben gleichzeitig selber angeeignet. Darf ich kurz fragen, Jakob, wer hat denn das gelernt? Also konntet ihr, das war das schon sozusagen, also muss man, oder muss ich den Papa besser fragen, weil du bist ja ein kleiner Bub. Jochen, lernt man das? Also lernt man quasi Imkerei? Muss man lernen, ja. Wir haben komplett bei Null angefangen. Ja. Aber Imkerei muss man lernen. Wenn es den Bienen gut geht, soll, muss man es wirklich lernen. Nicht nur, viele wollen was für die Natur machen, genau. Und der Bienenvolk in den Garten stellen und sagen, super. Das ist es nicht. Ne? Funktioniert nicht. Genau. Also ist auch schlecht für Bienen. Ja. Also, was braucht man da für Utensilien oder für quasi Arbeitsmaterial, Arbeitskleidung? An und für sich, für Grundausstattung braucht man nicht allzu viel. Man kann sich alles kaufen. Wir haben das selber gemacht. Wir haben das alles selber gebastelt und gearbeitet.
gemeinsam. Holzzagen, ja, wir sind im Winter in der Werkstatt gestanden und haben halt Tischler gespielt, sage ich jetzt mal. Und es war das überschaubar so auch vom Geld her. Vom Geld investieren her, ja. Genau. Aber natürlich nachher, wenn das wächst, dann muss man natürlich... Und das, was man da anhat, diesen Anzug, das ist quasi bis auf das Netz im Gesicht, ist man geschützt vor jeglichen Stichen oder nicht so? Nicht hundertprozentig. Ja. Aber man hat das auch jetzt, also früher haben wir es immer auch gehabt, aber mittlerweile hat man das ganz selten auch. Wenn man weiß, also welcher Zeit, dass man so die Bienen geht, darf oder soll, braucht man das eigentlich mehr oder weniger gar nicht. Weil man dann irgendwie lernt, die Tiere zu verstehen. Weil ich weiß zum Beispiel, dass Bienen eine eigene Sprache haben. Und zwar eine andere als vielleicht ein anderes Bienenvolk. Ne? Die machen das über Tanzen. So, die wissen es sogar, oder auch mit den Flügelschlägen. Jetzt tanzen, ja. Sie teilen sich gegenseitig mit, wo ist eine Tracht, welche Entfernung, welche Richtung. Wahnsinnig spannend, ja. Und auch wenn es dann ausfliegen, speichern sie ihren Standort richtig ein. Also den Bienenstock darf man auch nicht verschirmen dann, weiß ich, 2 Meter, weil die finden immer zurück, weil es einfach angespeichert ist. Also es ist ein sehr komplexes Thema, da kommt man auch für sich... Und der Jakob ist so, hat sich so hineingesteigert in diese Komplexität der Bienen, dass die ganze Familie, der ganze Ort jetzt wahnsinnig stolz auf dich ist. Was bist du? Ja, ich habe bei den Weltmeisterschaften, bei den Jungimker mit da, und habe da erfolgreich gewinnen dürfen. Oh. Wahnsinn! Gratuliere! Jungimker-Weltmeisterschaft! So, was muss man da können? Alles quer durch die Bank, also die Imkerei ist nicht nur beim Bienenstock stehen und Rämchen ziehen und wieder reinhängen und Honig schleudern, sondern natürlich das Hintergrundwissen, wie funktioniert so ein Bienenvolk. Natürlich ein wichtiges Thema Krankheiten. Was für verschiedene Honige gibt es, wie erkenne ich den Honig, wie riecht zum Beispiel genau ein Fichtenhonig etc. Bis hin zum Königinnenzeichnen, also dass ich eine Königin übernehmen kann von der Wob und mit dem Stift markieren kann. Und, ja. Und wie viele nehmen da teil? Wie viele Imker und Imkerinnen? Rund 30 Nationen waren es eben. Jede Nation hat drei Teilnehmer geschickt. Ja, also angefangen von den USA über Kanada bis Jordanien, Australien. Okay, und wie lange dauert das, diese Prüfung oder dieser Prozess? Der Bewerb ist von Montag bis Freitag gegangen, mit Anreise und dann 2 Bewerbstage. Es hat dann auch Teamarbeiten gegeben, wo man eben mit, sag ich jetzt mal, wildfremden Jugendlichen zusammenarbeiten müssen hat. War schon ein besonderes Erlebnis. Mhm. Oft war dann natürlich die Sprache eine Barriere, weil ich persönlich zum Beispiel war mit einem 12-jährigen Jordanier im Team. Die Kommunikation war halt dann viel über Zeichensprache natürlich. Ja. Aber, da tanzen. Ja. Der Apfel fällt nicht weit von Stamm, bist auch sehr erfolgreich. Und Weltmeister sitzt du nicht der Einzige hier, da gibt es noch einen Weltmeister. Ne? Der Peter ist auch Friseur-Weltmeister. Ja. Was muss man können, damit man Friseur-Weltmeister wird? Ich sage das immer so, die Friseur-Weltmeisterschaft ist so die Haute Couture der Friseurbranche, würde ich jetzt einmal behaupten. Das sind keine Frisuren, die man heute auf der Straße sehen wird. Das sind keine Frisuren, die du im Salon machst, sondern das ist einfach die höchste Kunst in unserem Beruf in dem Sinne. Kunstwerk sozusagen. Genau, genau so ist es. Und ich bin in 2 Kategorien angetreten. Das war einmal Full Fashion, da bin ich Friseur-Weltmeister geworden. Und dann noch Trendcut, also Schneiden, Föhnen, da bin ich Vize-Weltmeister geworden. Das muss schnell gehen oder wie? Da habe ich eine gewisse Zeit, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich glaube 35 Minuten waren es, wo ich auf der Bühne gestanden bin und geschnitten habe. Und habe halt, in meinem Fall waren es 50 Destinationen mit 550 Teilnehmern. Also das war schon ein sehr schönes Wochenende, es hat schon, war sehr fokussiert. Ich habe meine Eltern hinter mir stehen gehabt, mein Vater ist schon einen Tag vor mir überhaupt angereist, weil er hat halt noch viele seiner alten Kollegen getroffen, weil er ist ja auch Friseur und er ist Vize-Weltmeister der Friseure, auch in Schneiden, Föhnen, also da sind wir gleich. Und ich habe halt einen ersten und zweiten Platz, er hat 2. und 3. Platz gewonnen bei seiner Weltmeisterschaft. Und das war natürlich bei der Weltmeisterschaft in Mailand war das eine ganz eine Sache, weil er hat ja nicht mit mir trainiert, ich bin deutscher Nationaltrainer, habe ich engagiert für ihn und da ist er immer am Trainer. Ist immer am Sonntag nach Frankfurt geflogen
und ist am Mittwoch wieder zurückgekommen. Dann hat er Donnerstag, Freitag, Samstag im Salon gearbeitet und das ist ungefähr ein halbes Jahr gegangen. Am Samstag am Abend noch weggegangen und am Sonntag wieder geflogen. So. Und dann ist das Ganze natürlich weitergegangen. Dann habe ich den Trainer mal nach Wien bestellt. Dann haben wir gesagt, haben wir in Wien trainiert. Sage ich, Joachim, wo stehen wir jetzt? Naja, sagt er, zwischen 3 und 6. Es könnte aber auch, wenn die anderen sehr gut sind, könnte es auch sein, 6 bis 10. Mhm. Sage ich, Joachim, das ist sind wir zu wenig. Wir müssen weiter vor. Er sagt, da müssen wir mit der Jarina reden. Das ist die russische Nationaltrainerin. Dass er in Russland dann trainiert. Dort ist das Training heute halt ein bisschen anders, wie es in Deutschland war, weil das Training in Russland ist dann so gewesen, da ist jede Stunde, da sind die Modelle, die Köpfe alle vorbereitet worden. Und jede Stunde ist geschnitten worden. Das ist gewesen. Das, heute sagt einer, das kann nicht so gewesen sein, aber es war wirklich so. Wir haben um 8 in der Früh zum Trainieren angefangen und bis um 2 in der Früh, 3 in der Früh haben wir trainiert, durchgehend. Und ich bin dann immer ins Hotel mit dem Taxi halt zurückgekommen und der Nachbartier, der was halt jeden Tag da war, hat gefragt, wollen Sie wieder einen Burger heute haben? Weil das war das Einzige, was ich auf der russischen Karte lesen habe können. Er hat in Moskau trainiert und war, glaube ich, fast einen Monat in Russland. Und sage ich, wie war es in Russland? Sagt er, ich habe jeden Tag gehört, jet. Jetzt. Ich habe 4 Worte nein, in Russisch nein. gelernt. Jetzt, ja. Da, jetzt, Nastrovi und Wodka. Okay. Das sind meine 4 Worte, die ich auf Russisch kann. Haben wir es ja schon. Aber das hat vollkommen gereicht. Und die ganze Zeit, wenn ich irgendwas gemacht habe, ich habe halt dann auf Englisch gefragt, ist das so in Ordnung? So, nicht. Jetzt. Super. Schrecklich, oder? Aber woher hast du denn dann, warst du dann so gut am Ende? Oder hat dann das doch gewirkt, dass der Papa hinter dir gestanden ist bei der Meldung? Also das ist ein bisschen so ein Ich glaube, das Talent war da oder ist da, will ich jetzt nicht. Ich habe sehr viel Konsequenz reingesetzt. Ich habe, glaube ich, wirklich, wie ich es vorher schon erzählt habe, einfach durchtrainiert. Ich habe versucht, natürlich mit voller Power dahinter zu stehen. Aber natürlich, dann habe ich auch die Möglichkeit gehabt, und das muss ich auch sagen, mein Vater hat halt gesagt, okay, du kommst zu dem Trainer. Das hätte ich mir als 19-Jähriger damals nicht leisten können in dem Sinne. Da war der Papa halt ehrgeizig, ne? Natürlich. Und ich sage einmal, wie ich dann dort gestanden bin, habe ich schon eine gewisse Sicherheit gehabt, weil ich auch gewusst habe, erstens, ich weiß, ich bin top vorbereitet. Ja. Auf der anderen Seite habe ich gewusst, es stehen 2 Leute hinter mir und das war halt meine Mutter und mein Vater. Und das war halt dann so, die Mutter ist vorne gestanden mit der Mutter, oder ja, die ist eher auf der esoterischen Linie Kontakt, Augenkontakt. Hat gesagt, da und dort, sie hat selber auch preisfrisiert. Und ich bin halt dann hingeschaut und auf die Uhr geschaut, scheiße, die Zeit wird echt, dann habe ich meinen Sessel genommen, habe mir am Boden gehauen und habe mir geschaut, sag ich, bitte nur weiter, du wirst nicht fertig, weil wir haben ja nicht so viel miteinander Wettbewerb miterlebt. Am nächsten Tag war dann noch das Full Fashion, da haben wir dann im Prinzip die ganze Nacht Zeit gehabt. Also ich habe am einen Tag habe ich das Schneiden Föhnen, also Trendcut, den Wettbewerb gehabt. Und am nächsten Tag war dann Full Fashion. Und da haben wir wirklich ab dem Zeitpunkt, wo ich mit Trendcut fertig war, habe ich vielleicht 10 Minuten Zeit gehabt, habe das nächste Model geschnappt, das hat man herzeigen müssen, hat gesagt, so schaut es jetzt aus, wie schaut es da nachher aus? Und da haben wir die ganze Nacht durchgefärbt. Und das war eh schon gewählt von Russland, ne? Das Tuch war jetzt.
Und dann haben wir halt wirklich die ganze Nacht durchgearbeitet. Ich glaube, irgendwann bin ich dann so gegen 4 in der Früh kurz einmal auf dem Sessel einknickt für eine halbe Stunde und dann ist es weitergegangen. Das sieht man nicht doch, dass es so anstrengend ist. Ich glaube, das muss man halt eine Frisur machen, die sonst noch keiner hat oder so. Am nächsten Tag ist halt dann schon, dann ist halt der zweite Gang noch kommen, oder der zweite Gang, wo ich dann Weltmeister geworden bin. Und der Papa hat schon den ganzen Tag telefoniert, weil ich habe ja das nicht gewusst, was er da jetzt mit dem, dass ich in dem Fall schon gut abgeschnitten habe, was er halt gesehen hat in dem Sinne, weil er halt einfach, das ist, ich würde jetzt mal sagen, wie der Andi sieht, der Spielzug ist so und so oder ihr seht, die Bienenkultur ist so und so, ist halt mein Vater genauso gewesen, hat er gesagt, hey, das wird was. Und ich war aber trotzdem noch in dem Faktor, ich weiß nicht, ob ich irgendwas geschafft habe oder nicht. Und der Papa hat den ganzen Tag schon telefoniert und ich habe die ganze Zeit da, hast du was telefoniert den ganzen Tag da? Und ja, dann hat er halt auch schon ein Team vom ORF organisiert gehabt. Das, und die sind halt dann gekommen. Die sind schon bereit gestanden, die haben nur mehr gewartet. Ob es jetzt so ist, dann haben wir den Flieger gleich. Er hat auch telefoniert, wie daheim die Geschäfte erinnern, bin ich überzeugt. Ja. Nein, das, dann, das war halt dann, so, dass man halt geschaut hat, dass alles bereit war. War das schon so ein gewisser Druck auch, weil jetzt der Papa dabei war? Oder weil ihr seid ja auch Best Friend, ihr seid ja beste Freunde. Wir sind beste Freunde, ja, das ist auch sehr, sehr gut. Der Druck war... Es war ein Druck da, aber der war nicht von meiner Elternseite. Also mein Vater hat schon den Druck gemacht, mach was. Also das will ich jetzt nicht wegreden. Aber der Druck war nicht da eigentlich von der elterlichen Seite, sondern den habe ich mir selber gemacht aus der Friseurbranche heraus. Du, wie war denn das, Luki, für dich, wie du das erste Mal ohne deinen Vater quasi, dieser erste Auftritt ganz allein? Also das erste... Es gibt eigentlich zwei Geschichten. Das eine war schon mit 10, 11 Jahren dann, wo der Papa mal gesagt hat, er hat eine Doppelbuchung. Kannst du das bitte übernehmen? Das war damals ein Rapidstand in der Wiener Stadthalle. Sehr, sehr viele Fans, sehr, sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Und war schon eine große Herausforderung, war ich sehr nervös. Aber viel nervöser war ich am 1. März 2020. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. War mein erstes Spiel im Stadion für Rapid zu moderieren. Und war natürlich schon arg, weil... in jeder Zeitung an dem Tag gestanden ist, heute Debüt vom neuen Stadionsprecher. Man muss sich vorstellen, viele, die lange Jahre ins Stadion gehen, kannten nur eine Stimme. Jetzt kann man sagen, es ist eh dieselbe Stimme, das ist sehr lässig. Aber es war an dem Tag unglaublich nervös, war ich halt. Ich bin im Waldviertel weggefahren, wir haben noch gemeinsam gefrühstückt, beziehungsweise der Papa hat sehr viel gefrühstückt, ich habe gar nichts angebracht. Also es war... Sehr viel. Gefrühstückt. Okay. Das sieht man bei ihm nicht. Und bin dann nach Wien gefahren und war halt extrem nervös. Und dann, weil wir jetzt auch gehört haben, beste Freunde, auch der Papa ist für mich und war es immer schon der beste Freund auch, wo wir über alles reden haben können und weiterhin und immer über alles reden und fast eigentlich täglich telefonieren. Und an dem Tag war es auch so, wo ich gesagt habe, wenn das wer gemacht hat, 27,5 Jahre, dann weiß er, wie es geht. Und deswegen war es mir sehr wichtig, und dass der Papa verbunden ist mit mir. Das heißt, wir waren bei Funk verbunden. Ich habe ihn quasi im Ohr gehabt und nach jeder Moderation habe ich gesagt, na, wie war es? Und er hat gesagt, ja, das war gut, das war nicht so gut, das kannst du ein bisschen besser machen. Und das war schon eine große, große Stütze an diesem ersten Matchtag. Mittlerweile sind schon 4 Jahre vergangen und ich freue mich trotzdem jedes Mal, wenn ich im Stadion moderiere. Zwar nicht mehr so nervös bin, aber trotzdem ist immer Anspannung auch da. Und ich freue mich immer, wenn ich dann auf die Tribüne schaue und der Papa ist da und winkt mir, dann weiß ich, es kann nicht schief gehen. Es war für dich wahrscheinlich schon auch nach deiner schweren Erkrankung und der Diagnose mit Krebs, also Prostatakrebs, wahrscheinlich schon auch eine gewisse Erleichterung, dass du wusstest, dein Erbe geht weiter und bleibt in der Marek-Familie, oder? Also wenn du nach 27,5 Jahren Rapid verlässt. Ich habe immer gesagt, Rapid verlässt man nicht. Oder man wird krank. Und das war dann bei mir so. Ich kriege die Prostatakrebsdiagnose. Wunderbar, alles funktioniert. Ich darf wieder gesund sein. Es ist wieder alles okay. Aber zu dem Zeitpunkt, wie ich operiert worden bin, setzt sich der Arzt an mein Bett und sagt zu mir, Herr Marek, ich habe Sie nicht kennt, aber bei mir im Spital sind, das war in Linz, sind zwei Oberärzte, die sind Rapid-Fans. Und die haben mir erzählt, welches Programm sie jeden Tag gängen. Und wenn sie da nicht zurückgängen, vom Gas weggängen, liegen sie wieder bei mir in einem Jahr. Das ist sehr tief gesessen. Dann habe ich die Entscheidung getroffen und habe gesagt, nein, und das muss ich jetzt an dieser Stelle einmal sagen,
es war ja nicht nur Stadionsprechen, es ist ja beim Lukas nicht nur Stadionsprechen. Mhm. Er arbeitet in der Medien- und Kommunikationsabteilung. Ich habe eine eigene Abteilung gehabt, das hat Clubservice geheißen. Viel Verantwortung, es war viel, einfach viel Arbeit. Mhm. Und ich habe gewusst, eins möchte ich nie hören, dass irgendwann einmal wer sagt, na ja, der Marek war früher schon besser. Und deshalb habe ich die Entscheidung getroffen. Und jetzt auf deine Frage noch einmal die Antwort. Es macht mich wahnsinnig stolz, wenn ich im Stadion bin und höre ihn. Das ist unbegreiflich. Ich glaube, dass ich es nicht leicht verkraftet hätte, wenn nach mir jemand anderer das gewesen wäre. Ob der jetzt gut gewesen war, ob man ihn verglichen hätte mit mir oder nicht. Jetzt vergleicht man ihn mit mir, aber das macht mich stolz. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, er ist ja nur besser als du, super, ja, das ist mein Sohn. Ja. Genau so ist es. Und das ist lässig und das ist gut. Aber du lässt dir auch was sagen, ne? Also es ist nicht so, dass, weil oft ist, man hört ja oft, es sind so zwei Generationen natürlich. Und die Jungen wollen oft was anderes machen. Bevor du antwortest, lass mal einen Satz sagen. Wir haben nie gestritten. Der ist jetzt 27 Jahre. Ich habe mit dem nie geschimpft. Der war immer nur leibend. Und jetzt musst du antworten, wie die Geschichte ist. Natürlich habe ich ihm was gesagt. Aber es ist ja dann in der Folge, wie er 20 war, hat ja pausenlos er mir auch was gesagt. Und das habe ich auch ernst genommen. Jetzt bist du dran. Also ich glaube, es ist ein Austausch. Ja? Also wenn jetzt ein heikles Thema ist, was uns, egal ob es mir betrifft oder ob es den Papa bei Moderationen betrifft, dann tauschen wir uns aus und geben gegenseitig die Meinung. Und ich frage, wie würdest du das machen? Der Papa sagt, wie würdest du das machen? Du lässt da was sagen. Auch, ne? Ich lass mir schon noch was sagen. Natürlich vielleicht für mich jetzt auch, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Vielleicht kann ich auch ein bisschen einbringen, hey, das ist jetzt vielleicht anders als im Vergleich zum, unter Anführungszeichen, älteren Stil. Über das Thema diskutieren wir jetzt schon. Natürlich, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung von den sozialen Medien gehabt und von dieser schnelllebigen Zeit. Und da ist oft die Frage gekommen, Luki, wie tust du das machen? Entschuldige, denk dran, wie die früher, ganz, ganz am Anfang, als das Fernsehen aufkam, wie die Sprecherinnen, wie die Sprecher geredet haben. Na klar. Das hat sich ja alles. Ist anders. Auch das Moderieren ist jetzt lockerer, als es vielleicht noch vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Es war schon so, hat schon so Situationen gegeben, wo er neben mir sitzt, nicht als 10-Jähriger, nicht als 13-Jähriger, aber wie er so 17, 18 war, er sitzt neben mir im Stadion. War natürlich ein Privileg, er hat dort sitzen können, bei der Outlinie. Und es hat dann irgendeine Situation gegeben. Und er sagt plötzlich, ich nehme das Mikrofon und er sagt zu mir, was magst du jetzt? Sag ich drauf, ich muss das jetzt. Und er sagt, das ist nicht notwendig. Ich glaube nicht, dass das jetzt notwendig ist. Und ich habe wieder weggelegt und es war nicht notwendig. Also er hat sich in das Thema so hineingelebt. Dann hast du dir auch was sagen lassen. So ist es. Das ist ja das Schöne, so, ne? Also mein Alter hat das gar nichts. Ich habe eine Frage an die beiden Herren und die liegt mir schon so lange auf der Zunge. Welche, die beiden oder Jochen und... Die beiden, die da, die... Imka. Mit die Jochen, 1, und, Jochen mit, und Jakob. Jochen und Jakob mit den 1,5 Millionen Mitarbeiterinnen. Ich möchte wissen, kann man beeinflussen, dass die Mitarbeiterinnen, die 1,5 Millionen, dass die tüchtig sind oder weniger tüchtig sind? Wovon hängt das ab? Super Frage. Klar kann man das beeinflussen. Das sagt schon über den Winter, Frühjahr, wie pflegt man die Bienen, wie behandelt man die Bienen? Das sind früher wirklich optimal. Man muss ja wissen, ein Bienenvolk hat im Sommer ca. 50.000 bis 60.000 Bienen und im Winter nur 10.000 so circa. Und natürlich, die müssen vital über den Winter kommen und gesund über den Winter kommen und im Frühjahr wächst dann das Volk massiv. Nicht? Und da kann natürlich der Imker sehr viel bewirken, wie schnell wächst das und wie sammelfreudig werden, sage ich jetzt mal. Also das ist, geht von bis. Also ist natürlich auch sehr, sehr wetterabhängig, wo wir zum Beispiel im Mühlviertel eher benachteiligt sind, weil es eben länger kälter ist, als wir da in Wien. Das Klima ändert sich halt auch, ne? Bei euch nicht? Nein, schon. Aber ich sage jetzt, im Verhältnis zu Wien ist es trotzdem nur immer ein Unterschied. Nicht? Also von der Zeitablauf her. Genau. Aber natürlich ist es mit Wärme. Jetzt ist wir letzten Winter jetzt ist Blüte, wieder, gell, ist früher schon. Das ist drei, vier Wochen früher. Gell? Das ist ein Wahnsinn. Aber ihr lebt ja nicht nur von der Imkerei. Was ist denn dein Beruf? Nein, so. Die Imkerei ist nur ein Hobby für uns. Also ich bin Polizist und... Da hast du das.
das. Da hast du das, ja. 1,5 Millionen Mitarbeiter, aber einen zweiten Beruf auch noch. Ne? Ja, man kann nicht nur kriegen. Nicht? Genau. Ja, und was macht der Jakob? Aktuell Zivildienst im Kindergarten. Und ja, dann, und dann später mal? Dann wird studiert. Was denn? In der Richtung Naturwissenschaften, ja, Bioressourcenmanagement, Umweltmanagement. Mhm. Ja. Jetzt hat der Johann ja drei Kinder. Der Jakob ist ein Nachzügler. Mhm. Die beiden älteren Bubmädchen sind schon quasi schon lang aus dem Haus. Genau. Ist es ein Unterschied? Also zum einen der erste Sohn oder der ältere Sohn und der Jakob und dann Bubmädchen? In der Erziehung? Bist du bei ihm entspannter gewesen oder anders gewesen in der Erziehung? Ich glaube, dass es intensiver war, wenn man schon ein bisschen älter ist als Vater. Als wir früher, die anderen zwei waren jung und selber waren wir jung, Hausbau und Stress. Und nachher, wenn man dann einmal älter ist, also neun Jahre Nachzügler, ist man, glaube ich, irgendwie, wie soll ich es denn sagen, als Vater, Eltern, allgemein reifer, irgendwie entspannter erfahrener, und irgendwie erfahrener. Ja. Wobei, sagen wir es ja, mit den Eltern zwar natürlich, also meine Meinung, da müssen wir Kinder fragen, auch intensive Beziehungen. Ja. Genau. Also, wenn du den Bruder fragst, dann hast du mir viel durchgelassen aus den Eltern. Nicht, aber das ist, glaube ich, meistens so, wenn man die Eltern geschießt hat. Wobei, das hätte mich gewundert, weil junge Eltern sind ja lockerer, oder nicht? Ja. Schon. Schon, gell? Vielleicht und komplizierter. Und ältere Eltern sind oft ängstlicher. Genau das ist es, ja. Na? Schon. Bist du ein älterer Vater gewesen? Nein, ich war mit über 30. Und der Peter ist das einzige Kind? Ja. Genau. Von dem wir wissen. Von dem Spaß. Ja, genau. Aber ich glaube, wir hätten sich schon gemeldet bis jetzt. Also Scheid war das, Sven. Ne? Und du hast auch schon ein Kind? Ich habe eine Tochter, ja. Und die ist wie alt? 3,5. Ach so, dann haben wir noch Zeit. Ja. Genau. Weil dieselbe Frage jetzt auch an dich. Wärst du enttäuscht gewesen, wenn der Peter nicht Friseur hätte werden wollen? Es wäre schade gewesen, weil dann hätte sich natürlich vieles anders entwickelt, weil man, es hat ja doch die letzten 20 Jahre abgezeichnet, oder die letzten 18 Jahre, 15 Jahre abgezeichnet, also Friseur werden wir das auch. Dementsprechend die Fußstapfen treten, wenn ich auch in die Firma eintreten will, dass er auch akzeptiert wird, dass er kein affektierter Bub ist, der so. Sohn, der Herr Sohn. Ich bin nur der Herr Sohn und ich bin daher wichtig, das hätte es nicht gegeben. Hat man da als Vater nicht einen gewissen Druck, wenn man glaubt, das hat man offenbar einen Riesenbetrieb und dass der Sohn immer. Nein, das ist ein Druck, aber vielleicht irgendwie nicht ganz unentspannt ist. Du hast eins, es wäre schade gewesen, wenn es nicht gewesen wäre. Aber trotzdem, es kommt auf die Erziehung drauf an. Schau, man muss eins sagen, es gibt, ich kenne Ärzte, ich kenne Unternehmer, die haben alle tolle Firmen. Und die Kinder übernehmen es nicht, zum Beispiel sehr oft bei Gasthäusern. Sag ich, warum übernehmen sie? Das ist so viel Arbeit und ich sehe es bei meinen Eltern. Die tun sich alles immer, die tun sich alle selbst bemitleiden. Ich meine, ich darf nicht sagen, okay, ja, ich habe auch zwischen 60 und 80 Stunden gearbeitet. Das habe ich bis zu meinem 55. Lebensjahr gemacht. Ich habe maximal 14 Tage Urlaub gemacht und das habe ich auf dreimal aufgeteilt. Wir sind Skifahren gegangen, wir zwar, dann sind wir nach Frankreich geflogen. Also wir haben viel gearbeitet. Und ich habe mit meinem Vater, ich sage mal, den ersten Sommerurlaub, glaube ich, aber erst vor, ich sage jetzt mal, 20 Jahren gemacht so in der Richtung, weil halt im Sommer bin ich meistens mit meiner Mutter unterwegs gewesen und mit meinen Großeltern. Mein Vater hat eigentlich meistens durchgearbeitet. Das war halt so. Er hat halt die Firma aus dem Boden rausgestampft. Von nichts kommt nichts, ne? Man darf nie ein Kind sagen, und das machen die meisten, ich habe so viel Arbeit, ich bin so in Stress. Das habe ich da jetzt gesehen und das sehe ich auch da. Ich meine, die Kinder sind einfach mitgewachsen. Und bei uns war das genauso. Der Peter war dabei. Der hat halt, wie er 7 Jahre alt war, ist er mit der Großmutter in den Aufsender gegangen und hat gesagt, die Sicherungen gehören rauf, deswegen brennt da kein Licht. Ja, ja. Und das sind halt Situationen, das hat er halt einfach gelernt, weil das einfach unser Leben war. Naja, und deine Frau hat ja auch gearbeitet, ne? Ja, so gibt's ja beide, und trotzdem hatte die Zeit. Die ist meine Friseurin. Mei. Seine Mama ist deine Friseurin. Also ihr kennt einen. Meine war es, aber sie hat gesagt, sie gibt auf. Und die vom Jakob wird sie vielleicht einmal, weil, pass auf, das ist das einzige Streitthema zwischen euch, Johann. Nein, das einzige ist nicht, aber es ist aktuell, sagen wir so. Was gefällt dir nicht an die Haare? Ja. Fesch? Schau. Ja.
Ja, so ist es auch. Bitte. Ich habe mir zuerst gedacht, du hast so viel. Wegen der Polizeiausbildung. Nein, Gottes Willen. Aber was gefällt dir? Hättest du das gern kürzer, so wie du? Nein, es ist halt gewöhnungsbedürftig. Bis vor 4 Monaten waren es halt anders. Und jetzt, wie? Ja, kürzer. Man muss dazu sagen, also bis zur Matura, also kurz vor dem Matura-Foto mehr oder weniger, wollte ich in dem, dass ich Theater gespielt habe, das hätte gut gepasst, wollte ich stoppen glotzen. Meine Mama hat ja selber Friseurin gelernt und dann wollte sie mir halt keine Stoppen glotzen schneiden. Dann habe ich gesagt, ja, dann probieren wir es halt einmal was anderes aus. Ich bin mit der Einstellung reingegangen, wenn ich es nicht hier zu probieren, wenn ich so alt bin wie der Papa, wie ich mir keine langen Haare mehr wachsen lassen. Und ich wollte es halt einmal probieren. Und lässt er sie jetzt richtig lang wachsen? Schauen wir mal. Also, du meinst du nach hinten? Kann man das optimieren? Auf ja. Also. Fesch! Na, lass auf dich vorwachsen. Oder was hast du, Peter? Ganz ehrlich, ist doch, ich weiß, wie alt bist du? 18. 18, bitte. Probier's aus. Hab einen Spaß mit deinen Haaren. Na, und er hat viele Haare. Nee, die Haare sind gut beieinander. Wenn du nur ein paar Federn hast, ist das ja, wenn es dann. Aber sagen wir so, wenn er nach dem Papa kommt, möchte ich jetzt eines sagen. Also, da möchte ich jetzt eines sagen. Ich glaube, das ist einmal schön, wenn die Burschen wieder einmal ein bisschen vollere Haare haben, weil das, was wir momentan haben, so diese Frisuren, wo man dann bis daher raufschneidet und dann sind die Haare da bis daher abrasiert. Wie nennt man das so schön? Ja, jetzt hat er mich schnell gefragt. Liegt auf der Zunge. Und da gefällt mir doch sowas viel besser. Seikoola, oder? Seite kurz oben lang. Wie heißt das? Seikoola. Danke. Du weißt doch alles erst. haben wir viele Freunde schon eingelegt. Also, Entschuldigung, aber haben jetzt nicht die und ich finde als Friseur, diese Frisur, da kann man aber so viel Potenzial, was man da machen kann. Das glaube ich, lass das ja nicht zu kurz schneiden. Bleib normalerweise. Lass da vielleicht ein paar Mäschen noch reinmachen. Wir sehen, du hast für die Mädels Chancen nach und nöcher. Da sind die ganzen kahlrasierten und du hast dann. Der Vater hat auch schon die Mäschen drinnen. Also. Ja, genau. Obwohl das Riesenproblem ist dann eher wieder nicht für mich, aber es ist ja gewöhnungsbedürftig. Aber das war immer schon so. Die Optik, da spießt sich's ein bisschen. Man hat halt einen anderen Geschmack. Nein, ist aber normal. Also ja, bei den Ödern war es genauso. Mhm. Aber es ist halt nur. Man braucht ein bisschen, wie soll ich das sagen, eine kleine Streitkultur brauchen wir auch. Man kann ja nicht nur alles machen, was die Eltern wollen. Nein, Gott sei Dank, ja. Hoffentlich. Hättest du gern gehabt, dass er Polizist wird? Nein. Das war jetzt auch was. Ich hab's aber auch nicht, das war nicht einmal. Bei den Eltern war nicht ein Bären auch nicht. Also. Okay. War nicht einmal. Mhm. Ich hätte es aber nicht befürwortet, wenn es wohl. Also, jetzt war auch nicht einmal, logisch. Wenn sie es gemacht hätten, hätten sie es gemacht. Dann hätten sie es machen, das ist klar. Genau, aber soweit hat man schon dazu gesehen, dass man. Das muss nicht gut haben. Wenn ihr, ich meine, bei Peter und Peter ist es klar, wenn sie arbeiten, auch bei euch, aber wie viel Arbeit, also wie oft müsst ihr zu den Bienen? Gibt es da auch manchmal so, ich mag heute nicht, na dann, weißt du, dass nur einer geht, oder? Ja, ich meine, von Beginn an, das ist, wenn das 7, 8 Jahre alt war, da einer hat gesagt, das hat er nicht das so mehr, das ist grad, logisch. Ja. Aber man muss, aber dann, wo man dann natürlich dann als Ödern natürlich, du weißt, du musst, dann tust du es. Ja. Aber mittlerweile wechseln wir uns natürlich ab. Und es ist schon, wir betreiben es jetzt sehr, sehr zeitintensiv, sage ich jetzt einmal. Und kann man da auf Urlaub fahren? Die Bienen alleine lassen? Nein, oder? Kann man schon, ja. Machen wir aber nicht so oft, ehrlich gesagt. Und worin äußert sich eure Sturheit? Bei den Bienen. Ja, also immer am Anfang, wenn ich jetzt 7 Jahre alt bin, dann habe ich meinem Papa noch nicht recht Treibfuß stand, was er sagt. Ja, klar, Ich habe mir halt erzählt, was da vor sich geht und habe mir das Wissen weitergegeben. Und mit der Zeit habe ich halt immer mehr machen dürfen. Mhm. Das halt bei allen anderen da in der Runde eins. Ja, und irgendwann hat man halt dann selber auch mal Ideen, dass man sagt, war es nicht eher gescheiter, wenn man das tut? Oder probieren wir mal das, tun wir mal das. Und oft ist halt, in den letzten Jahren ist halt eher dann anderer Meinung, nein, das passt schon so, wie wir es so machen. Und dann gibt es halt eine lange Diskussion und entweder man kommt zu einer Lösung oder man sagt, ja, du machst so, ich mach so. In dem, wenn man mehr Völker hat, geht's ja. Und da seid ihr euch ähnlich? Also in der Sturheit, dass es keiner nachgibt? Ja, letztendlich nachgeben. Es ist halt, jeder reizt halt irgendwie seine Meinung, aber schlussendlich passt es dann wieder. Aber das ist aber wie kommt ihr zu einer Lösung? Naja, wie er sagt, bei den Bienen ist es einfach. Wenn man mehrere Völker hat, dann macht er ein paar Völker so und ihr so. Und nächstes Jahr sagen wir, wer recht hat. Es gibt ja wie bei jeder Tätigkeit, es gibt ja viele richtige Sachen. Also auch im Kreis, es gibt, nur weil es einer anders macht, kann es genauso richtig sein. Aber wer hat denn dann recht am Ende? So und so. Das gleicht sich aus, glaube ich. Das gleicht sich aus, okay.
Vielleicht ein bisschen mehr. Es gibt ja viele Vater-Sohn-Beziehungen, die nicht so sind, genau, wie eure. Also wo die von Konflikten beherrscht sind, wo einfach überhaupt... Ich meine, ich muss auch sagen, sicher hat es auch früher tolle Väter gegeben, aber die jungen Väter, die jetzt, die Väter sind auch ganz anders als die Väter früher, die streng waren. Früher gab es auch Schläge, das war ja alles nicht so. Denk an deine Großeltern oder andere auch Vater, mein Vater, so streng, viel strenger als ich. Ganz anders als das Verhältnis von euch. Aber man gewinnt ja so viel, wenn man schon zuerst der Vater ist, aber dann zum Freund wird. Ja, stimmt. Es widerspiegelt sich eines bei alle drei Familien. Der Andi hat in Lukas mitgenommen, weil er ein bisschen Spaß gemacht hat. Also der hat ihm gezeigt, wenn der Andi gesagt hat, Scheiße, jetzt muss ich heute wieder nach Wien fahren, genau, muss mich da hinstellen vor die 20.000 und muss da wieder meinen Trottel runterreißen, dann hätte er... Moment. Moment. Einspruch, euer Ehren. Ein bisschen, genau. Das ist das, aber, Entertainment. Entschuldigung. Okay. Da ist auf höchstem Niveau. Genau. Na, oder er sagt jetzt, ich fahre heute am Rapidplatz, mich freut es, ich möchte die Leute motivieren, ich mache das mit Herz und Seele, so wie es der Andi gemacht hat. Und ganz einfach mit einer Überzeugung, dass ihm auch die Fans dementsprechend geschätzt haben, dass er auf so einem Label war. Und das hat der Lukas mitgekriegt. Und genau so hat das der Peter mitgekriegt. Wir machen das so, wir haben da Verantwortung, wir haben einen Stress, wir haben viel Arbeit, dafür verdient man auch ein bisschen mehr. Und das ist das Nächste, die heutige Jugend hat ja fast keine Ziele mehr. Die wollen nicht mehr arbeiten, die wollen 30 Stunden arbeiten, wenn es geht. Die kommt und sagt, naja, ich möchte eigentlich 30 Stunden arbeiten, geht ein Tag Homeoffice. Naja, sage ich, das ist wunderbar. Ein Lehrling ist gekommen. Wem frisiert denn der daheim? Was wir erzählen, ein Lehrling ist gekommen zu einem Kollegen, also zu einem Salonmanager von uns, sagt, ich würde gerne Friseur werden, kann ich einen Tag auch Homeoffice machen. Montag? Nein, sagt er, einen Tag, sagt er, ja, das kannst du nicht weiter machen, was nimmst du die ganze Wäsche mit, sonst waschst du das daheim, dass das zusammenliegt. Dann sagt er, wollen Sie mich jetzt veräppeln? Dann sagt er, Herr, so hat mir so eine blöde Frage gestellt, wie kannst du das Friseur Homeoffice machen? Aber ihr macht sehr viel miteinander und ihr seid beste Freunde und vertraut euch alles an. Eines macht ihr nicht, und zwar nie miteinander, in dasselbe Flugzeug steigen. Ich würde sagen, fast nie, aber fast nie. Grundsätzlich ist die Intention... Aber fast nie ist ja schon wieder... Könnte genau dann was passieren. Es ist einmal passiert, dass wir gemeinsam geflogen sind, aber in der Regel fliegen wir nicht gemeinsam. Warum schon? Wir haben Mitarbeiter. Wie das englische Königshaus. Um die Monarchie nicht zu gefährden, fliegen die auch. Also zum Beispiel ein William und ein Charles sitzen nie im selben Flieger. Oder früher die Elizabeth und der Charles. Aber die Camilla hat auch mitgenommen, oder? Das ist wurscht, Camilla ist nur die Königin. Aber der König und der Thronfolger sitzen nie im selben Flieger. Ja gut, aber also König und Thronfolger. Nein, ja. Bei uns ist die Situation so, wir haben da ein Unternehmen und das Unternehmen, es sind 450 Mitarbeiter und es sind Einkaufszentren. Und die Mitarbeiter haben sich auf uns immer verlassen. Also es wie wir uns auf die Mitarbeiter verlassen können. Und, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbrochen habe, wir können uns auf die Mitarbeiter verlassen, dementsprechend müssen sie auch die Mitarbeiter auf uns immer verlassen können. Und wenn einem von uns beiden was passiert, ist es sehr tragisch, aber es ist nicht alles gefährdet. Und was ist das schönste Erlebnis, das ihr zwei miteinander hattet, auch ihr zwei? Gibt es da irgendwas so, was aus der Kindheit oder Jugend? Das Emotionalste war sicher die Übergabe im Stadion. Das war eben im Februar 2020, wo 20.000 Menschen den Papa abgefeiert haben nach seinem 599. Spiel in Serie. Und er dann mir das Mikrofon übergeben hat, wir beide geweint haben. Und ich dann zum ersten Mal im Stadion was gesagt habe. Das war extrem emotional, weil es uns beide sehr betroffen waren in dem Moment. Ja. Sonst haben wir schon gemeinsam. So was ist sicher. Das kann man nicht beschreiben. Da muss man dabei gewesen sein. Das war Gänsehaut pur. Ich habe auch viele schöne Erlebnisse, aber eines ist auch wieder, und es darf jetzt niemand der Zuseherinnen und Zuseher sagen, na bitte, ist der oberflächlich. Ich bin gar nicht oberflächlich, aber ich habe das nicht so mitbekommen alles. Schon so ein Augenblick, wie er den Bachelor überreicht bekommt. Und ich habe dann zwischendurch einmal gefragt, sag mal, wie lange hast du eigentlich studiert? Rekordtempo. Auch so, also Vater,
der Sohn wie der Vater kann ich ja da gar nicht sagen, weil er war schulisch viel besser als ich. Er hat ein klares Ziel gehabt, er will das machen. Und das war für mich dann ein ganz besonderer Matura. Okay, aber dieses in Rekordzeit Bachelor und dann steht er auf der Bühne dort und kriegt die Urkunde überreicht. Und das war für mich so ein Augenblick, wo ich gewusst habe, ja, habe ich nicht geschafft, aber gut gemacht. Und ihr, Peter? Die Frage ist mir ja schon, habe ich ja schon mal bekommen. Und ich kann eigentlich nicht sagen, was eines der schönsten Erlebnisse ist. Ich kann sagen, wir haben jetzt oder ein Erlebnis oder eine Erinnerung, die was mir jetzt in kurzer Zeit gekommen ist. Der Papa und ich sind letztes Jahr im Sommer sind wir gemeinsam auf Urlaub gewesen. Und am letzten Tag, wo wir dann am Abend heimgeflogen sind, wo sie noch einen Tag länger geblieben sind, haben wir zu meiner Mutter, zu meiner Partnerin und zu meiner Tochter gesagt, du, wir gehen schnell an den Strand runter, gehen noch schnell ins Meer. Und ja, dann sind wir, dort ist eine kleine Bar. Mhm. Und da sind wir gesessen und wir wollten eigentlich beide ein kleines Bier trinken. Aus dem einen kleinen Bier sind vielleicht zwei geworden. Und Flaschenwein auch noch dazu. Und wir sind dort eigentlich im Sand gesessen, haben, ich glaube, 3 Stunden geredet miteinander, ohne dass irgendwie es zu einer Stille gekommen ist oder dass man nicht gewusst hat, was wir miteinander reden können. Und ich glaube, das zählt zur Freundschaft dazu, dass man einfach wirklich sagt, wir haben nicht nur einen schönen Moment, es sind viele Momente, die aber dich zu dem machen, was du heute bist in dem Sinne. Und für mich war es ganz einfach so, das größte Moment war, wie er Weltmeister geworden ist, war der jüngste Friseur-Weltmeister in Mailand, wie wir alle gesessen sind und dann, wie es dann geheißen hat, der Wiener ist, bitte Scheider, Austria. Und das war natürlich... Und hast du geweint? Sicher haben wir alle. Weiß man das vorher noch nicht. Das heißt, ja. da kommt tatsächlich, ja. Ladies and Gentlemen, der Winner ist. Ja. Ja. Und was war euer schönstes Erlebnis? Ich muss natürlich auch, wie international gewonnen hat, war es für mich natürlich ein Wahnsinn. Aber auch schon, also fast mehr war der erste Bundessieg, wo dann was ich überhaupt nicht gerechnet habe. Aber wirklich das Schönste ist für mich trotzdem, wie man da wieder noch gelernt haben, wenn wir dann oft in der Wiesn gelegen haben oder einfach vor unserem Binnenplatz, wenn ich so nennen darf, was wir machen, wie wir es machen, wo er eigentlich mehr der Treiber war als ich eigentlich. Mhm. Nicht? Und das war für mich ist eigentlich das Schönste gewesen. Das Gewinnen ist super, ist ja klar. Ich mache mir stolz, aber das prägt uns. Also, wie der Papa gesagt, wir haben da oft stundenlang, wir haben uns oft zeichnen und haben uns auf der Sumbeng oder in der Wies Gedanken gemacht, Luftschlösser gebaut, wo dann andere vielleicht, Mama und Geschwister schon gesagt haben, ja, Zukunftsmusik, bla bla bla. maturieren wir fertig. Aber sonst ja, der ganze Prozess, also im Endeffekt war es ab 7 Jahre, ab 6 Jahre die ganze Kindheit. Und es ist auch der Prozess, wenn man vier denkt, was man noch davor hat gemeinsam. Das ist sehr was Besonderes. Und natürlich, wie ich international gewinnen habe dürfen, man muss wissen, nach meinem dritten Bundessieg, eben, wo ich mich qualifiziert habe für Slowenien, hat der Papa gesagt, ich höre keine Opinion, ja, nein, wenn du so quasi schmähhaft, wenn du da gewinnst, dann steht er transparent auf bei der Zufahrt. Und dann das erste haben den Papa gerufen, direkt nach der Siegerehrung, steh einmal, kannst du das transparent drücken lassen? Das war, nein, und im allgemeinen Prozess, also ich, das verbindet einfach, das schweißt zusammen. Sich auch aufeinander verlassen zu können, füreinander da zu sein, das ist auch das, was euch ist. Das sind so schöne Geschichten, da ist ja alles dabei von Ähnlichkeiten, von verblüffenden Ähnlichkeiten, auch wie man stur ist und zu einer Lösung kommt, von wunderbaren Momenten und Zielen und großartigen Erfolgen. Ganz wunderbar. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Luki, 28 Jahre, oder wie lange warst du? 27 Jahre? 27,5 Jahre. 27,5. Das toppst wahrscheinlich, ne? Bisschen, ja. Das toppst du, ja. Toppen muss es nicht. Das ist schon gut, wenn der Vater vorn bleibt. Ich glaube, das gehört schon. Marek, das ist noch. Da ist noch viel drinnen bei allen von euch. Alles Gute, weiterhin viel Erfolg, lieber Peter. Vielleicht sehen wir uns einmal bei Ihnen. Beim Haarschneiden. Jederzeit gerne. Das einzigartige Band zwischen Vätern und Söhnen ist ein komplexes, aber definitiv ein unvergleichliches Band. Danke Ihnen und euch alles Gute. Okay.
Wenn auch Sie einmal mitdiskutieren wollen, dann nutzen Sie jetzt Ihre Chance und rufen Sie uns an.